Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Ihr seht, es hat sich mal wieder einiges verändert hier im Hintergrund. Ein neuer Stuhl ist da, weil ich super dolle Rückenschmerzen hatte. Da habe ich mir jetzt dieses geile Teil hier gegönnt. Sieht aus ein bisschen wie ein Sessel, ist aber ein Drehstuhl, damit ich hier jetzt auch ordentlich sitzen kann und mit euch checken kann. Ja, und ich habe mir ein neues Pampasgras geholt, weil ich das einfach total schön finde. Muss es noch ein bisschen auffinden, ist es auch noch fluschiger. Aber heute möchte ich mit euch über ein ganz anderes Thema sprechen. Jetzt erstmal, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun. Das Glöckchen anmachen und ein kostenloses Abo dalassen, würde ich mich sehr freuen. Gibt schon mal gleich einen Kuss auf die Nuss. Ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, nämlich das, wie Männer länger durchhalten können. Auf das Thema gekommen bin ich, weil ich auf Instagram eine Fragerunde gemacht habe und da einer geschrieben hat, was ihn extrem belastet. Und zwar ist es, dass er halt das Gefühl hat, zu schnell zu kommen. Und dazu möchte ich anfangs erstmal gleich etwas vorlesen, was euch alle vielleicht erstmal ein bisschen wieder auf den Boden bringt. Weil vielleicht haben einige von euch auch das gleiche Problem, dass ihr sagt, ja, ich kann auch nicht so lange durchhalten. Während die meisten 3 bis 7 Minuten für angemessen halten, gelten 7 bis 13 Minuten als wünschenswert. Dauert der Sex bis zu einer halben Stunde oder mehr, so wird es vielen auch zu lang. Das möchte ich erstmal eingangs sagen. Dann, wie lange Sex wirklich dauert. Eine Studie der Universität of Kentucky hat 14.400 Männer und Frauen, sowohl Singles als auch Vergebene, über ihr Sexverhalten und ihre Wünsche befragt. Es zeigte sich, dass der Sex der Befragten im Durchschnitt 10 Minuten dauerte, allerdings nach individuellen Zeitempfinden. Das bedeutet also, liebe Leute, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr eine halbe Stunde gerade aktiv seid und es ultra lange gedauert hat, kann es in der Regel auch so sein, dass eure Zeitwahrnehmung in dem Moment halt ganz anders ist. Ihr kennt das bestimmt selber. Seid ihr in einer Situation, und ich rede jetzt gar nicht mal so unbedingt von Sex, sondern es kann halt auch einfach ein Gespräch sein mit jemandem, den ihr absolut nicht abkönnt. Und ihr merkt in dieser Situation, ihr wollt halt einfach nur raus aus dieser Situation. Und dieses Gespräch, das zieht sich halt so und ihr versucht halt aus der Situation irgendwie rauszukommen, dann ist es halt auch so, dass euch vielleicht dieses Gespräch super lange vorkommt, weil ihr in diesem Moment es halt negativ empfindet und für euch diese Situation halt einfach sehr unangenehm ist. Oder beispielsweise, es passiert ein Unfall und ihr wartet auf einen Rettungswagen. Da kann einem halt auch Minuten wie Stunden vorkommen. Man hat in manchen Situationen halt eine ganz verschobene Wahrnehmung. Das waren jetzt so Negativbeispiele, aber genauso geht es natürlich auch in andere Richtungen, denn Sex ist ja nun mal eigentlich was sehr, sehr Schönes und deswegen möchte man ihn auch super lange auskosten. Außer man hat natürlich mit seinem Gegenüber keinen Spaß und möchte die Situation ziemlich schnell beenden. Deswegen möchte ich dazu sagen, was zählt denn eigentlich als typischer einfach nur Sex? Es ist wirklich halt nur der Sex. Denn alles das, was davor ist, ist ein Vorspiel und alles, was danach kommt, könnte natürlich auch noch ein schönes Nachspiel sein. Also es ist halt nicht die Standfähigkeit, die nur beim Sex ist, sondern man kann auch das Vorspiel dazu zählen. Und somit ist der Mann in der Regel natürlich sehr lange hart und sehr lange standfest, heißt aber nicht, dass er auch beim X dann genauso lange durchhält. Das Ganze ist auch wiederum sehr abhängig von deinem Gegenüber, von deinem Partner. Denn viele Männer kennen das wahrscheinlich eher als ich, das als Frau sagen kann. Ich kenne es jetzt nur aus meinen Erfahrungen, die ich halt so im Live erlebe. Es ist halt so, wenn du jemanden gegenüber hast, ein Bildmaterial, dann kann es natürlich auch sein, dass du dich da irgendwie erstmal einfinden musst. Musst dich da erstmal drauf einlassen und bist vielleicht nicht ganz so geil, wie wenn du jetzt mit jemandem intim bist, für den du vielleicht auch noch was empfindest. Ich finde halt, Gefühle sind auch immer ultra wichtig, gerade beim Beischlaf. Das heißt also, wenn du mit dir alleine bist, kann das Ganze natürlich super lange dauern und du kannst auch super lange dich selber befriedigen. Aber wenn du mit jemandem zusammen bist, wie schon erwähnt, für den vielleicht auch Gefühle hast oder ihn lange nicht mehr gesehen hast, vielleicht ist es sogar auch das erste Mal, dann spielen natürlich noch andere Faktoren mit ein, wie zum Beispiel Nervosität, Unsicherheit, und das Ganze kann dann natürlich auch schneller zu Ende sein. Es ist also so, und damit möchte ich jetzt auf mein Ausgangsstatement nochmal hinkommen, dass es nicht schlimm ist,
wenn Männer nur 5 bis 10 Minuten durchhalten, weil das normal ist. Also alles, was da drüber ist, ist natürlich total überdurchschnittlich toll und alles, was da drunter ist, ist natürlich etwas kürzer. Man könnte sagen, auch ein Quickie. Aber auch ein Quickie kann es wirklich in sich haben und kann natürlich auch für den schnellen, heißen Druckabbau sorgen. Ich finde Quickies zwischendurch übrigens auch ziemlich erfrischend. Also es muss ja nicht immer ein langes Hin- und Hergenudel sein in der Kiste. Es kann auch mal ein Quickie sein. Das bringt einfach auch Abwechslung rein. Und ich finde auch, dann sollte man es einfach so sehen, falls es dann mal nicht so lange dauert, ist es halt einfach eine Abwechslung. Wenn es natürlich immer nur beim Quickie bleibt und mein Gegenüber, also ob jetzt Frau oder Mann, ist ja egal, aber nicht zum Höhepunkt kommt, kann es natürlich auf der anderen Seite sehr unbefriedigend wirken. Dann ist das Ganze natürlich ein Problem und man muss versuchen, entweder länger durchzuhalten, dazu komme ich gleich, oder man sagt sich halt einfach, okay, ich habe es nicht geschafft, mein Gegenüber zum Höhepunkt zu bringen, dann tue ich das einfach entweder auf orale Art oder auch auf andere Art und Weise. Ob jetzt mit der Hand oder mit einem Toy, das ist ja egal. Hauptsache, ihr sorgt dafür, dass nicht nur ihr glücklich seid, sondern euer Gegenüber auch. Denn es ist beim Sex auf jeden Fall ganz wichtig, dass es keinen Platz für Egoisten gibt. Dann funktioniert das Ganze auch wunderbar und es ist echt egal, wie lange ihr durchhaltet. Jetzt kommen wir zum Punkt, wie kann ich denn einfach länger durchhalten? Und dieser Punkt ist halt wichtig, man kann es nämlich trainieren. Und ich meine damit jetzt nicht diese kleine blaue Wunderpille namens Viagra oder in flüssiger Form namens Carmagra, denn ich bin kein Fan davon, weil ich einfach aus meiner Krankenschwestern Zeit weiß, dass das Ganze überhaupt nicht gesund für unseren Körper ist, wenn wir einen Dauerkonsum zu uns führen. Das eine ist nämlich, dass wir uns davon abhängig machen, nicht von dem Medikament, sondern von unserer Psyche. Denn wenn wir dieses Mittel immer und immer wieder verwenden, dann haben wir das Gefühl, dass wir ohne das nicht mehr können. Und Sex spielt sich viel im Kopf ab, deswegen ist es halt wichtig, die Fantasie und auch die Geilheit da zu empfinden, damit wir es dann auf unser Genital projizieren können. Und sowas ist natürlich dann schlecht, wenn wir nur noch dadurch Lust empfinden. Zum anderen ist das Ganze natürlich auch gefährlich, denn wie ja viele wissen, ist das eigentlich ein Medikament, das durch einen Zufall erforscht wurde in der Herzerkrankung. Also wenn man eine KHK, eine sogenannte koronare arterielle Herzerkrankung hatte, da wurde das Medikament eingesetzt, um halt einfach wieder die Blutgefäße zu weiten und für eine bessere Durchblutung zu sorgen. Das heißt, was passiert, wenn wir so ein Medikament dauerhaft einnehmen? Es ist natürlich nicht gut für unsere Gefäße. Manche, die das verwenden, merken auch schon, dass der Druck im Kopf ansteigt, man einen heißroten Kopf bekommt und der Spaß dabei auf der Strecke bleibt. Also kleiner Reminder an meiner Stelle, das solltet ihr nicht machen. Was hingegen ihr machen könnt, ist, und das werden vielleicht jetzt viele belächeln, aber sowas wie Pilates oder Yoga mit Atemübungen, tatsächlich sehr, sehr gut. Auch Beckenbodentraining ist sehr gut für eine längere Ausdauer, einfach wenn die Muskulatur besser trainiert ist und die Atmung, dass man halt ein bisschen mehr Ruhe einbringt. Natürlich kann man das Ganze auch, das wäre jetzt der zweite Punkt, in eigener Regie trainieren oder auch mit seinem Partner zusammen. Das heißt, wenn man dabei ist, dass man halt einfach, ihr kennt vielleicht dieses Stop-and-Go-Spielchen mit einbaut. Das heißt, ihr seid gerade voll dabei, ihr merkt, der Druck baut sich auf, es wird stärker und stärker, ihr macht Stop und lasst es nicht dazu kommen, dass es passiert. Dann, wenn ihr merkt, okay, ich habe es wieder ein bisschen unter Kontrolle, macht ihr weiter. Und so, nicht vielleicht beim ersten Mal, wenn dann das erste Stop schon klappt, das ist schon toll, beim zweiten Stop kann es dann halt passieren, dass dann trotzdem der Erguss kommt. Mit der Zeit kann es passieren, dass ihr dadurch mehr Ausdauer aufbaut. Ein anderer Tipp von mir ist natürlich rosarote Elefanten, rosarote Elefanten, rosarote Elefanten. Habe ich schon oft gehört von Männern. Ich weiß auch, ich sehe das genau, wenn dann dieser Punkt ist, dass derjenige welche versucht. Ich denke da nicht dran, ich komme jetzt nicht, ich denke an irgendwas anderes, weil man sieht es einfach in dem Blick, ist immer ganz süß. Es funktioniert auch sehr gut, finde ich, aber ich weiß auch nicht genau, an was die Männer dann denken, wenn sie es tun. Ich habe es nur schon ein, zwei Mal beobachtet. Also auf andere Gedanken kommen. Was ihr noch machen könnt, und ich habe es ja schon ein bisschen angesprochen, ist natürlich, dass ihr das Vorspiel in die Länge zieht. Also somit
ist das für euch natürlich noch mehr Geilheit, die sich aufbaut. Die kann dann aber auch schnell wieder losschießen. Aber es kann auch dafür sorgen, dass ihr während dieses Vorspiels erstmal eure Nervosität ein bisschen verliert und den Körper der Frau oder auch des Mannes, egal wer euer Gegenüber ist, einfach erstmal erkundet, um so ein bisschen die Coolness zu bewahren und dann halt rangeht. Was man natürlich auch machen kann, ist, es gibt ja Salben, die man auftragen kann, die die Haut, vor allem die Vorhaut und so weiter, auch die Eiche sehr betäuben, deswegen man da einfach unempfindlicher ist. Ich kenne das aus meiner Krankenschwesternzeit noch, da hatten wir so Zylokaingel verwendet, wenn wir Katheter gelegt haben, dann war das Ganze sehr betäubt und es war dann für mein Gegenüber nicht so schlimm. Genau, und so kann man sich das quasi auch vorstellen, halt einfach so eine Salbe, die man aufträgt, das Ganze ist ein bisschen betäubt. Und dadurch empfindet man da natürlich auch nicht so viel. Ergo, wenn man nicht so viel da empfindet, die Geilheit da nicht so krass ist, wird man auch nicht so schnell kommen. Man kann natürlich auch Ringe einbauen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie schöne Ohrringe oder so, sondern Ringe, die man sich darüber ziehen kann, die dann einfach für einen Blutstau da sorgen, damit das Ganze einfach praller und härter steht. Man sollte das Ganze aber auch bitte, 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 bitte nicht zu lange machen. Da besteht dann eine andere Gefahr. Und was ich halt auch wirklich empfehlen kann, sind Stellungswechsel. Also wenn ihr merkt, in einer Position, es fühlt sich einfach zu gut an, dann wechselt die Stellung, damit ihr dann einmal wieder einen Break reinlegt, eine andere Stellung ausprobiert, wo ihr vielleicht mehr Kondition haben könnt, einfach weil es sich einfach nicht ganz so geil anfühlt wie in der anderen Stellung. Das könnt ihr dann immer mal wieder machen. So fühlt sich auch automatisch der Sex natürlich länger an, weil ihr Variation drin habt und es nicht so eintönig wirkt. Ja, und ein letzter Tipp ist Stoßtechniken ändern. Also wenn ihr jetzt so jemand seid, ich sage immer Kanickel dazu, der halt, ihr wisst, so richtig schnell drauf losgeht, dann ist natürlich auch sehr viel Reibung da. Also mal schneller, mal langsamer, mal ein bisschen variieren, mal tiefer rein, vielleicht mal nicht so tief rein. Also alles mal ausprobieren, damit es auf jeden Fall spannend bleibt und für euch auch ein bisschen abwechslungsreich ist und ihr damit vielleicht auch nicht gleich so schnell kommt. Was ich euch am Ende sagen möchte, ist, es ist nicht schlimm, dass ihr halt nur 10 Minuten könnt, dann das ist ganz normal. Und mich hat dieses Kommentar wirklich sehr traurig gemacht, weil ich dachte, oh Gott, es gibt immer noch so viele Männer, die denken, dass es wirklich schlimm ist, wenn es nur 10 Minuten sind. Und deswegen werde ich heute mal dieses Video machen, um zu sagen, nein, das ist völlig in Ordnung und die gute Nachricht ist, wenn es nicht so lange sein sollte, also keine 10 Minuten, könnt ihr es gerne trainieren. Und ich hoffe, euch haben die Tipps gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da für mehr Videos. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr als nächstes mal hören wollt. Und ja, ich sage bye bye. Küsschen aufs Nüsschen. Bis bald. Halt, stopp, bevor ich es vergesse, all diese Tipps und noch vieles mehr und viele weitere Tipps zu verschiedenen Themen findest du natürlich auch in meinem Buch Ich bin Hannah, denn hiervon sind 25% Ratgeberthemen. Ich verlinke dir das Ganze mal in der Beschreibung und ja, vorbeischauen lohnt sich.